Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Aquaria mit mir, Ushanti. Die letzte Aufnahme ist jetzt ein paar Tage her, wurde auch leider etwas, naja, frühzeitig abgebrochen. Wollte eigentlich noch was länger spielen, aber Besuch geht vor. Ich habe jetzt immer noch nicht raus, wofür diese zwei grünen Punkte mit dem Strich dazwischen sind, diese komischen Gebilde. Wir werden uns aber jetzt mal hierhin begeben, ins Homewater, und werden uns da nochmal umgucken. Da gab es ja die eine Stelle, wo es so dunkel war, wo wir nicht reinschwimmen konnten. Da werde ich mich jetzt mal hinbegeben und mal schauen, was wir dort finden. Was haben wir denn da? Okay. Da sieht man, was noch gelockt ist. Okay. Achso, das ist das Hilfe-File. Okay. Ja. Leicht verplant wie immer. Und wir sind gerade in unserer Beast-Form. Wo wir sehr schön rumschnetzeln können. Hier haben wir wieder nur Knochen. Ich will jetzt auch mal ganz kurz was in der Tastenbelegung umändern. Gucken, ob ich das hinkriege. Ne, will er nicht. Ich wollte es eigentlich mit meinen Maustasten, die ich noch an der Maus habe, belegen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Jetzt muss ich gerade mal gucken. So war unsere Beastform, genau. Mal schauen, was wir hier so finden. Om nom nom. Gucken, ob wir den Aal fressen können. Ne, den können wir irgendwie nicht fressen. Aber den dicken hier. Aber irgendwie will der nicht. Dann mal hier unten lang. Und uns natürlich wieder von den Seeanemonen treffen lassen. Dann räumen wir mal hier den Stein weg. In die Beastform. Was haben wir denn hier unten? Ist das hier? Irgendwie haben wir hier nur komische Viecher. Okay, hier kommen wir also nicht weiter. Was haben wir denn da noch? Hier unten. Aber ich glaube, da ging es nur. Ja, genau. What the hell ist das? What the? Okay, das war Fail. Wir wissen jetzt also, dass da irgendwie ein Mini-Boss, Gegner, irgendwas ist. Dann machen wir uns aber auf den Weg hin, würde ich sagen. Damit wir das Vieh auch down kriegen.
mal alles ignorieren, was uns im Weg steht. Also das Vieh castet ganz viele Bobble. Das heißt. Huch! Damit können wir also Sachen ansaugen. Das ist interessant. Na dann. Können wir uns jetzt diesem komischen Vieh widmen. Was hier unten längs ist. Denke ich. War das hier? Man sollte die Zauber auch, die Melodiebruchstücke auch treffen. Autsch, autsch, autsch. Boah, haut das Vieh rein. Ach du Schande. Ich glaube, wir sollten erstmal bei Naja zu Hause safen, damit wir einen kürzeren Weg haben. Das werde ich jetzt auch als erstes machen. Aber was zur Hölle? Ob wir noch weitere Fähigkeiten kriegen, bleibt mal dahingestellt. Aber ich denke mal, wir werden noch irgendwas kriegen, womit wir noch besser kämpfen können. Ich hoffe es zumindest, weil die erste Kampfform ja nicht so die beste ist. Aber erstmal ab nach Hause. Huch. Gucken, ob Naja uns wieder was zu erzählen hat. Da hat meine Maus gerade einen Hänger gehabt. Ah, hier. Ja, genau. Was haben wir denn hier? Mal schauen. So, jetzt brauchen wir hier wieder unsere Beastform. Damit wir hier gegen anschwimmen können. Interessant. Oh, hier ist auch dieses orange Geschmarre. Ist hier irgendwas? Nö. Noch nicht, denke ich. Da wird irgendwas noch hinkommen. Nur was ist die Frage? Dann mal weiter umgucken hier. Ja. In Innerstecken würde ich feuern. So verwinkelt. Knarf. Wofür ist das? Hier unten ist wieder was, wo wir reinschwimmen können.
Ich sehe hier. Gar nichts. Das heißt, wir brauchen irgendeine Lichtquelle. Aber wir können hier noch lang schwimmen. Was haben wir denn hier? Zahnräder? Ein Raum mit Zahnrädern. Nein. Ich bin mal gespannt, was damit noch auf sich hat. Die Frage ist jetzt nur, wo müssen wir als nächstes hin? Hier ist ihr Bett. Da ist das komische Teil, was wir gefunden haben. Hier dürfte es gleich zur Küche. Ne, hier geht's wieder raus. Wo war denn nochmal die Küche? Naja, dann speichern wir nochmal. Dann werde ich den anderen Safe Point überschreiben. Den da. Und weiter geht's. Ich hoffe, ich bin laut genug. Huch, das war gerade ein Frame-Drop. Oh, hier schon wieder diese Frame-Drops gerade. Nein, aber da oben ging es noch mal lang. Mal schauen, was wir hier finden. Ach so, jetzt sind wir hier oben. Gut. Hier waren wir auch schon. Der Stein ist nämlich weggeräumt. Huch. Wenn wir noch so eine Schildkröte finden, können wir damit durch die Gegend reisen. Interessant. Haben wir so ein Vieh? Nee, haben wir noch nicht. Hier am Anfang war auch nichts, oder? Dann lass uns mal da unten hin. Müssen wir uns diesem komischen Vieh echt entgegenstellen? Ich befürchte ja. Was haben wir denn hier? Hier waren wir ja auch schon, aber gibt es hier irgendwas Neues? Weil die Schildkröte war vorher noch nicht da. Hatten wir den Stein nicht auch auf Seite geräumt? Und wieder zurück. Ach, irgendwie mag ich den Soundtrack ja. Haben wir hier unten irgendwas? Bobbelfiecher? Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ja, hier waren wir schon. Hier haben wir nämlich die Rüstung gefunden. Naja, weiter erkunden. Und ansonsten stellen wir uns gleich erstmal dem Vieh. Das kann doch ein knackiger Kampf werden. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Och nö. Dann eben hier unten lang. Dann machen wir mal hier die Pflänzchen weg.